Ich brauche Taschen für mein Junk Journal in unterschiedlichen Größen, Variationen, unterschiedlich stark dekoriert, was man halt so braucht, ne, als Junk Journalist. Deswegen möchte ich dir heute gerne zeigen, wie du dir solche Taschen relativ einfach selbst herstellen kannst. In diesem ersten Teil des Videos zeige ich dir die Basis dieser verschiedenen Taschen hier und im zweiten Teil des Videos zeige ich dir dann, wie ich das Ganze ausgestaltet habe. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meiner kleinen Ocean Eyes Junk Journal Serie. In dieser Serie zeige ich dir, wie du dir selber ein Junk Journal machen kannst, von Anfang bis zum Ende. In der heutigen Folge möchte ich gerne ein paar Taschen machen, denn was wäre ein Junk Journal ohne Taschen? Und natürlich gibt es, wie immer, zahlreiche Möglichkeiten, Taschen in ein Junk Journal einzubringen. Man kann natürlich zum Beispiel die Taschen benutzen, die bei einem digitalen Ephemera-Pack dabei sind, wenn man zum Beispiel digitales Papier verwendet, so wie ich das ja für dieses Junk Journal auch mache. Also man kann einfach die Taschen nehmen, die in dem Ocean Eyes Ephemera-Pack drin sind. Aber man kann natürlich sich auch eigene Taschen machen und vor allen Dingen dann, wenn man nicht mit einem digitalen Papier arbeitet, braucht man natürlich irgendwas, ne, woraus man die machen kann. Der allereinfachste Weg ist, sich einfach alte Buchseiten zu nehmen. Und ich werde heute, klingt ein bisschen komisch, aber einen sehr, wie soll ich sagen, effektiven, bisschen so Massenproduktionsweg gehen, weil ich dir gerne zeigen möchte, dass du auch in relativ kurzer Zeit sehr viel eigentlich hinkriegen kannst, wenn du ein paar kleine Tricks kennst oder einfach machst, was ich hier heute mache. Ja, so. Und dafür habe ich mir jetzt was ausgedacht und vor allen Dingen auch etwas, sagen wir mal, was mit sehr wenig, ich glaube sogar gar keiner Schere schneiden, messen oder solchen schrecklichen Dingen zu tun hat. Das, was ich heute tue, kannst du machen, indem du einfach so einen Buchblock hier nimmst, der noch so aneinand ist. Ja, aneinand. Wird sich gleich erschließen. Wenn du auf die Suche gehst nach so einem, boah, nach so einem Buchblock, das hier kann man mal so ein bisschen abmachen, das ist ein bisschen hier so im Weg, dann solltest du dir einen Buchblock aussuchen, der etwas kleiner ist als die Seiten, die du später verwenden willst. Ich weiß jetzt, mein Ocean Eyes Papier, ich habe ja mal eine Seite hingelegt und schon gefaltet. Das ist ja ursprünglich DIN A4 gewesen. Und wenn ich das falte, habe ich DIN A5. So, und wenn ich jetzt mein Ding hier drauflege, meine Seiten, dann sehe ich schon, das ist ein bisschen kleiner als DIN A5. Das mache ich ganz einfach deshalb, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn alles, was ich hieraus jetzt falte, wird nicht größer als diese Buchseite jetzt in der Breite und in der Höhe ist, so dass ich auf der sicheren Seite bin, wenn ich das später da einkleben will, ja, dass das einfach nicht außen rüber steht und dass das auf jeden Fall passen wird. Ich werde auch bei diesem Projekt in den allermeisten Fällen diese gerissenen Ränder hier erhalten, weil ich das selber schön finde. Wenn du das blöd findest, solltest du das, kannst du das später abschneiden. Also, ne, das wird erstmal dranbleiben mit der Methode, wie ich heute zeigen werde. Aber du kannst das natürlich später begradigen, wenn dir dieses Gefutzel hier nicht gefällt und du eher zu den ordentlichen Bastlern auf dieser Welt gehörst. So, und ich zeige schon mal ein bisschen was, wie das so im rohen Zustand aussehen wird. Ich habe hier mal so, upsala, ein paar Prototypen gemacht. Erschrick bitte nicht, wenn du die Nähte hier siehst. Das Ganze funktioniert auch ohne Nähmaschine. Ich habe das jetzt hier nur gemacht, damit es einfach schöner aussieht und damit ich es für mich sehen kann, wo der Kleber ist, damit ich das dir leichter erklären kann und nicht später irgendwie durcheinander komme, weil ich hier verschiedene Varianten gemacht habe. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, das hier ist jetzt mal so ein Prototyp, wie das so aussehen könnte. Das kann man dann später, also das bleibt natürlich nicht so, ne? Bitte nicht weglaufen, nicht abschalten. Das bleibt natürlich nicht so. Aber das hier kann man jetzt später so auf die Seite setzen, festkleben und dann hat man am Ende eine Tasche hier und eine Tasche hier, ja? Und das Problem ist ja immer, oder was heißt das Problem? Also für mich das Nervenaufreibende, wenn man sowas macht, ist, dass man eigentlich alle diese Kanten hier distressed haben möchte. Und auch hier möchte man eigentlich diese Kanten hier distressed haben, sodass das ein bisschen
alt aussieht. So, das müsste man jetzt eigentlich machen, bevor man das zusammenklebt, logischerweise. Ansonsten kommt man später hier sehr schlecht dran oder man schmiert sich die Tinte hier überall hin. Da habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt so viele Taschen. Und das ist jetzt wirklich also ein Problem aus meiner Realität, ja? Ich brauche jetzt so viele Taschen für verschiedene Projekte, dass ich mal gerne etwas anderes ausprobieren möchte und mal was anderes machen möchte, als mit Distress Ink hier umeinander zu fuchteln und jede einzelne von diesen Kanten zu distressen. Deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Das habe ich schon mal so ähnlich bei was ganz anderem gemacht, also bei einem ganz anderen Projekt. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht funktioniert das hier auch. Also schauen wir mal. Ich habe mir hier eine Schüssel genommen, wo sich drin befindet ein bisschen löslicher Kaffee. Schaut natürlich jetzt im Kamerabild äußerst strange aus. Das hier ist jetzt nur so ein ganz bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt da so vernünftig sehen könnt. Das ist jetzt wirklich, wie soll man sagen, sehr hoch konzentriert. Also das ist so ein Pulverkaffee gewesen, oder? Den habe ich einfach mit Wasser halt angerührt, so wie man das normalerweise zum Trinken auch machen würde. Und dann habe ich den ganz flach in diese Schüssel reingefüllt. Das ist jetzt vielleicht ein halber Zentimeter oder sowas. So, und was ich jetzt als erstes machen werde ist, erschrick nicht, ich nehme diesen kompletten Buchblock und ich mache einmal kurz ein bisschen so, dass die Seiten so ein ganz kleines bisschen auseinander gehen. So. Und jetzt ist das hier vorne in etwa so. Jetzt nehme ich das und tauche das ganz vorsichtig hier ein. So. Halte ich hier so ein bisschen fest. Das habe ich schon mal gemacht bei einem Journal, bei dem ich wollte, dass die Seiten wirklich so richtig gewellt sind am Rand. Und jetzt habe ich gedacht, das muss doch hier auch funktionieren. So, das ist jetzt eine Riesenschweinerei, ich weiß wohl. Jetzt nehme ich das als nächstes, also jetzt sieht man schon hier, ne, ist das jetzt so. Da so ein kleiner Strich. Und jetzt nehme ich einfach die kürzere Seite hier und stelle das da auch nochmal so rein. Übrigens Sonja, alias Elise Klatschmohn, falls du zuschaust, das ist jetzt genau das, worüber wir schon einige Monate her, ist das jetzt schon, mal gesprochen hatten. Hattest du mich mal gefragt, nach einem Foto, wie ich das, also aufgrund eines Fotos, wie ich das gemacht habe. Weißt du noch? Kannst du dich erinnern? Genau so habe ich das gemacht. Ja, ist jetzt hier so ein kleiner Insider. Aber ich muss das kurz erwähnen. So, haben wir das. Also jetzt habe ich das an allen drei Seiten gemacht. Und das kann ich natürlich jetzt hier an dieser Seite nicht machen, weil sonst müsste ich das ja da abschneiden und dann würde mir alles auseinanderfallen. Das will ich aber nicht. Jetzt kann man mal hier so durchgehen und mal gucken, ob einem das schon genug ist. Das erscheint mir hier an manchen Stellen schon ganz gut geworden zu sein. An anderen Stellen ist das aber schon noch irgendwie ein bisschen mau. Also das ist noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Nichtsdestotrotz lege ich mir das jetzt hier so auf meinen Tisch, nehme meinen Heißluftföhn und föhne hier in die Seiten rein, sodass die einerseits trocken werden und andererseits nicht aneinander kleben. Ja, also wenn man das hier so anguckt, dann sieht man schon, oh, das klebt hier so ein bisschen. Ich puste die jetzt mit dem Föhn eigentlich wieder auseinander. Ich lasse das kurz auch im Schnelldurchlauf so laufen, dass du siehst, wie ich das mache. Ich kann das bloß nicht machen, während ich spreche, denn dann verstehst du nichts mehr. Aber so, dass das ungefähr klar ist, was ich hier tue. Los geht's mal. So, ich hoffe, dass man das einigermaßen hat erkennen können, was da jetzt tatsächlich passiert, wenn man das föhnt. Die Seiten gehen auseinander. Das wird natürlich trocken. Also das hier ist jetzt noch nicht ganz komplett trocken. Aber die Seiten gehen ganz schön auseinander, sodass die wirklich so separiert sind und jede Seite einzeln ist. Als ich es beim ersten Mal in den Kaffee gestellt habe, da waren die Seiten ja noch relativ stark zusammen, so wie sie eben ne, aus der Buchdruckerei kommen sozusagen, so wie das Buch halt vorher war, so. Und ist meine Kamera jetzt wieder nicht scharf. Hallo? Ah ja. Und durch das Föhnen. Hallo? Ja, bitte, stell das scharf. Bloß nicht bewegen. Und durch das Föhnen, sorry, gehen die jetzt halt so ganz schön auseinander.
sodass jede Seite eigentlich einzeln ist. Und dass du jetzt im Prinzip entscheiden kannst, ist mir das jetzt da schon genug oder ist mir das noch nicht genug? Es gibt Seiten, da ist das schon so. Also ich finde, es schaut total schön aus. Es ist natürlich was anderes, als wenn man das jetzt mit Distress Ink macht. Aber ich finde diesen Rand einfach total schön. Und der schaut für mich auch in gewisser Weise etwas natürlicher gealtert aus, als wenn man das jetzt mit der Tinte machen würde. Es gibt aber auch Seiten, die vorher halt ein bisschen so zusammengeklebt waren, wo das eben noch nicht so stark ist. Also hier zum Beispiel ist jetzt fast gar nichts. Und das Coole passiert eigentlich erst jetzt, wenn du das jetzt nochmal so nimmst. Und du tust das nochmal da rein, weil jetzt kann der Kaffee halt zwischen die Seiten relativ gut eindringen sozusagen. Und du kannst jetzt nochmal so eine zweite Schicht da drüber setzen und wirklich auch alle Seiten erreichen. Jetzt würde ich gerne schon gleich mit der ersten Tasche starten. Und zwar ist die erste Tasche das Allersimpelste, was man überhaupt sich noch vorstellen kann. Nämlich sowas hier. So. Dafür reiße ich einfach die oberste Seite hier ab, so. Und dann kann man natürlich jetzt hier auch in der Größe etwas variieren, ja. Aber das ist jetzt wirklich komplett dir überlassen. Als erstes gucke ich mal, wie ist denn mein Rand hier oben, ja. Also ist der Rand fragil oder ist der Rand okay? Wenn der Rand okay ist, dann kann ich den hier als diesen obersten Rand nehmen. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich das einfach nach hinten so umklappen. Ich glaube, das werde ich jetzt hier mal nur zur Demonstration tun. Also wenn das jetzt hier normal ist, kannst du einfach den oberen Rand nehmen. Ansonsten tust du das so. Ich weiß wohl, ich falte gerade meinen schönen Rand nach hinten, aber damit muss man leben. Wirst du später sehen, dass sich das noch ein bisschen aufklären bzw. verändern wird. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man das obere Teil nach hinten klappt, weil man dann dieses Weiße, also wo keine Schrift ist, nicht mehr hat, ja. Aber das kann man natürlich entscheiden und machen, wie man möchte. Wenn ich das habe, dann nehme ich mir hier so ein Ding und mache mir hier so ein kleines Eingriffsloch. Als nächstes nehme ich dann dieses untere Teil von der Seite und falte das parallel zu diesem Rand einmal so nach oben. Da kannst du das auch variieren, je nachdem, wie du das gerne möchtest. Und nehme dann dieses Ding und falte das dann wieder nach unten. Auf diese Art entsteht, und ich mache jetzt hier das Loch hier mal an der Seite, ganz einfacher Grund. Erstens sieht es interessanter aus und zweitens muss ich dann nicht genau die Mitte treffen und nicht genau parallel sein zu diesem Loch, wenn ich das einfach da an der Seite mache. So, dann habe ich das hier im Großen und Ganzen schon. Und jetzt kann man sich überlegen, was tut man jetzt? Möchte man jetzt diese Kanten hier auch noch distressen? Wenn ja, nimmt man sich ganz einfach sein Ding hier wieder zurück mit dem Kaffee drin, tunkt das mal da ein, so, klappt dieses hier jetzt kurz einmal so, sodass man da die Kante erwischt und dann kann man das auch gerade mal da eintauchen, wieder vorsichtig zurückfalten. Und vielleicht noch da am Rand, wo wir es von dem Buch abgerissen haben. Haben wir das so. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass da, wo die Falz ist, dass es da einigermaßen flach bleibt, wenn man das jetzt föhnt. Dass nicht der Knick durch den Kaffee jetzt, ne, durch die Flüssigkeit sich wieder auflöst. Dann schaut das Ganze so aus, wenn es trocken ist. Und jetzt braucht man im Prinzip nur noch entweder Kleber oder eine Nähmaschine. Wenn man das kleben will, dann kann man einmal hier Kleber drauf machen und das nach hinten machen, sodass ja, dass da halt einen vernünftigen Abschluss bildet. Ich mache jetzt hier meinen Kleber nicht ganz bis zur Kante, bis hier und hier, weil ich gleich noch nähen will. Wenn du nicht nähen willst, dann machst du den Kleber natürlich komplett über die ganze Fläche. Ich mache das nur deshalb, dass mir das nicht in die Nähmaschine kommt. Und wenn das jetzt nach hinten umgeht, mein Gott. Nicht schlimm, nichts passiert. Wenn man das jetzt hier nach hinten umgefaltet hat, hat man halt hier oben dann später eine schöne Kante, die auch vor allen Dingen stabil ist, denn man möchte ja später die Sachen da rein und raus nehmen. Ach so. Und jetzt kann man das hier bei dieser Kante auch machen, indem man das hier hochklappt, hier ein bisschen Kleber drauf macht. Dieses nach unten wieder klappt, so, und dann, wenn man es jetzt
komplett kleben will, müsste man das hier so machen, so aufklappen und hier Kleber hinmachen und auf der anderen Seite Kleber hinmachen, also jeweils hier halt unter dieser Lasche. Und dann kann man das hochdrücken und festkleben und dann wäre das eine Tasche. Ich werde das mal gerade nähen, dass man sieht, wie wunderschön das aussieht, wenn das genäht ist. So, da bin ich schon wieder. Das wäre hier mal mein Resultat. Und dieses Kaffeegefärbte in Kombination mit dem hellen Faden, finde ich, schaut ganz schön aus. Außerdem, wenn ich das jetzt in diesem Zustand schon nähe, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich das jetzt wie eine Fake-Naht, also eine falsche Naht, theoretisch aufkleben könnte. Wenn ich jetzt hier Kleber drauf gebe, hier und hier auch, und ich klebe das so fest, dann sieht es aus, als wäre die Tasche festgenäht, aber auf der anderen Seite habe ich dann keine Naht. Ja, also das ist auch so ein kleiner Trick. Ich mache das relativ häufig, weil wenn ich hier nähe und auf der anderen Seite die Naht habe, ist das immer so ein bisschen auf der anderen Seite schwer zu kaschieren. Das wäre mal eine Möglichkeit. Theoretisch könnte man diese Tasche schon so lassen. Und wie du siehst, kannst du die auch in ganz unterschiedlichen Dimensionen machen. Das hier war jetzt zwar eine andere Buchseite, aber du siehst schon, je nachdem, wie du das faltest, kannst du das höher oder schmäler oder wie sagt man da, falten. Und hast halt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Du könntest das jetzt hier so lassen. Ich werde das später noch ein bisschen ausdekorieren. Also das wird jetzt bei mir hier nicht so bleiben. Also, ne, bleib dran, wenn du sehen willst, wie das hier dann im Endeffekt ganz am Ende aussieht. Eine weitere äußerst simple Methode, eine Tasche zu machen, ist die folgende. Und das ist auch jetzt einer der Gründe mit, warum ich das auf dem Buchblock gelassen habe. Also ein Grund, warum ich das so gemacht habe, ist natürlich, dass ich die ganzen Ränder distressen kann. Aber der andere Grund erschließt sich jetzt sofort. Ich nehme jetzt dieses Teil. Ist das da schon ganz trocken? Moment mal gerade. Sorry. Also darauf sollte man natürlich schon achten, ne? Wenn man jetzt hier weiter faltet, dass das wirklich richtig trocken ist. Gerade hier hinten, wo die Seiten, also in diesem Bereich, wo die Seiten Richtung Buchrücken gehen, da ist das manchmal noch so ein bisschen feucht. Da musst du aufpassen, dass du das dann wirklich föhnst, weil wenn du das jetzt sonst faltest, dann hast du da ein Problem, weil dir das dann da einreißen könnte. Und natürlich hält da auch kein Kleber vernünftig drauf. Ich nehme jetzt diese Seite und falte die einfach bis hier, wo die Seite da zu Ende ist, in so einem Dreieck. So. Und dann kannst du entscheiden, ob du dieses hier, diesen Flip komplett hier festkleben willst oder ob du nur hier Kleber hinmachen willst. Wenn du das so machen würdest, hättest du hier unten noch eine kleine Tasche. Finde ich immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man das von unten rein, wenn man etwas von unten da reinsteckt. Weil wenn das später in dem Journal so drin ist und man hält das Journal fest, dann kann das leicht sein, dass das nach unten rausfällt. Das ist jetzt jedenfalls der Grund, warum ich das hier komplett festklebe. Jetzt mache ich mir das einfach hier so drauf und das ist auch total genial, weil du hast jetzt keinen Kleber auf dem Tisch. Das ist ein weiterer Grund. Du kannst hier jetzt den Kleber auftragen und an der Seite so runterstreichen. Und wenn du dich nicht ganz blöd anstellst, hast du keinen Kleber auf dem Tisch. So, ich finde, das ist eine sehr schlaue Idee von mir gewesen, das so zu machen. So, jetzt haben wir das mal so. Jetzt schaut die obere Seite erstmal so aus, oder? Der nächste Schritt sieht aus wie folgt. Ich klappe das hier hoch. Gehe jetzt hier auf diese Seite, mache mir hier ein bisschen Kleber an dieses kurze Stück. Und hier unten ein bisschen Kleber. Wundere dich nicht, warum ich das so Larifari mache. Das dient mir jetzt nur, das in Position zu halten, weil ich gehe damit gleich auch nochmal zu meiner Nähmaschine. Wenn du das gescheit machen willst, ohne Nähen, solltest du das natürlich hier vernünftig ankleben. Ja, ich mache das jetzt nur, dass dieser Kleber mir das einigermaßen in Position hält. Jetzt nehme ich die zwei Seiten, die ich jetzt gerade aneinander geklebt habe. Im Übrigen sind die hier komplett Kante auf Kante. Logisch, weil wenn ich die Buchseite einfach zuschlage, dann ist das in Position. Ich brauche mir da gar keine Gedanken machen, dass das irgendwie falsch kommen könnte oder so. Jetzt nehme ich das und reiße das vorsichtig hier ab. So. Kann man das hier noch ein bisschen entfernen. Und jetzt hat man vor allen Dingen auch, wenn es ein altes Buch ist, hier diesen wunderschönen Rand. Ich liebe es einfach. Dieser Rand ist einfach cool. Und jetzt kann man dieses hier natürlich noch ein bisschen ausfeilen, denn hier hat man jetzt nur ein so ein Fach. Aber da geht noch mehr, logischerweise. Die nächste Tasche oder nächste Möglichkeit, eine Tasche zu machen, fängt genauso an wie die andere.
Also, wir nehmen diese Seite. Wir kümmern uns auch nicht darum, dass das da oben fehlt. Wenn dich das stört, kannst du ja auch einfach, ne, wenn sowas in einem Buch, das kann ja auch durch Altersschäden passiert sein, einfach die Seite rausreißen und eine Seite nehmen, wo oben die Ecke vollständig ist. Aber mich stört das nicht, im Gegenteil. Ich finde das sogar ganz schön so. Allerdings ist das jetzt auf der anderen Seite ein bisschen mau mit dieser Kaffeefärbung. Naja, egal. Machen wir das trotzdem so. Es muss ja nicht alles gleich intensiv sein. Als erstes falte ich das wieder. Huh, aber schon gerade. Bisschen gerade soll das schon sein. Ich orientiere mich hier an der Schrift in dem Buch, dass das, wenn du das gerade haben willst, ist das ein ganz guter Trick, dass das dann hier mit einer Reihe von dem Geschriebenen einigermaßen parallel ist. So, das hier hätten wir so. Das ist jetzt genauso wie bei der, die ich dir davor gezeigt habe. Dann kannst du die nächste Seite nehmen, diese etwas anheben. Und das hier so drunter tun und wieder so zurück machen, dass du sehen kannst, wo du da ungefähr bist. Wenn du jetzt diesen Abstand rausgefunden hast, den du falten möchtest, dann kannst du es nach oben machen, sodass du hier parallel kommst. Knickst du auch einfach die Seite einmal so ein. Dann schaut das Ganze so aus. Jetzt könnte man das hier schon festkleben oder festnähen und dann das hier benutzen. Hätte man sozusagen dann eine Tasche hier und eine Tasche hier, könnte man gleich aufkleben wie das andere auch. Oder aber man sagt, man nimmt jetzt hier noch eine Seite, also in dem Fall ist das die erste, die zweite und dann nimmt man hier die dritte. Ah, das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Ich mache das jetzt hier ein bisschen ungleichmäßig, weil da dieser Riss in der Seite drin ist. Mal das mal so ungefähr. Orientiere ich mich auch wieder hier ungefähr so an der Schrift, dass das einigermaßen parallel ist. So. Und dann wäre sozusagen das hier die Tasche, wenn wir das hier festkleben oder festnähen würden. Jetzt möchte ich aber hier tatsächlich schon diese Kanten auch distressed haben. Nicht nur, weil ich es schöner finde, sondern auch, weil ich dir das gerne zeigen möchte, wie das funktionieren kann. Das musst du nicht machen. Ich finde, so schaut das schon gealtert genug aus. Also das hat auch irgendwie was, meiner Meinung nach. Aber ich möchte dir natürlich zeigen, wie das ganz einfach funktioniert. Also, nimmst du dir da deinen Kaffee wieder zurück und nimmst diese vordere Seite, die erste, die wir da gefaltet haben, klappst die so, dass die jetzt, also ne, ist der Rest vom Buch hier auf der anderen Seite und ich habe nur diese eine Seite in der Hand. Dann stelle ich die vorsichtig da rein. So. Tu das Ganze wieder so zurück. Jetzt sieht man schon, da ist schon der Strich. Dann kann ich die nächste Seite nehmen. Genau auf die gleiche Art und Weise. Einmal kurz reinstellen. Wieder zurück tun, dann schaut es so aus. Und dann kann ich die dritte Seite auch noch nehmen. Auch noch da reinstecken. So. Zurückklappen. Mein Gott, jetzt wäre mir das fast da reingefallen. Oh mein Gott. Und dann hat man das hier so. Füllen wir das mal gerade. Immer wenn ich so ein Video aufnehme und föhne, habe ich so ein bisschen Zeit, natürlich über das nachzudenken, was ihr so gerade in diesem Moment denken könntet, ja, und was ihr da so schreit. Ihr schreit ja manchmal mich auch an, wenn ihr Videos guckt von mir, das weiß ich. Und ihr redet auch manchmal mit mir, das weiß ich auch. Das finde ich auch total süß im Übrigen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ihr könntet jetzt sagen, ja, aber sorry Luise, das da reintunken und das Föhnen, warten, ja, das dauert ja einige Zeit. Das dauert ja genauso lange, wie wenn ich es mit der Hand, mit der Tinte distresse, mit meinem Bürstchen. Da hast du recht, wenn du das jetzt gerade denkst. Wenn ich das jetzt außerhalb der Kamera machen würde, wenn die Kamera nicht laufen würde, würde ich das natürlich ganz anders machen. Dann würde ich das hier so machen. Ich hätte hier mehrere von diesen Büchern, vermutlich. Oder ich würde das hier so machen und das hier schon mal abreißen und das dann per Luft trocknen lassen. Dann würden in meinem Häuschen hier, in meinem kleinen Wohnwagenhäuschen, ganz viele von diesen Seiten nebeneinander liegen. Und sobald die erste getrocknet ist, nehme ich die und gehe zu meiner Nähmaschine und fange dann an zu nähen, sodass ich in der Zwischenzeit aber schon 50 weitere fertig habe, so ungefähr. Ja, also das Argument zieht nicht.
Ich finde das gut so. Ja, also ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus will. Einerseits ist das eine komplett andere Optik und wenn man das jetzt nachmacht, also wenn du das nachmachen möchtest, kannst du das selbstverständlich lufttrocknen lassen und derweil schon mal was anderes machen. Du musst da jetzt nicht jedes Mal umeinander füllen, so wie ich das hier für dieses Tutorial mache. So, jetzt müssen wir das aber noch irgendwie hier zusammenkleben. Hier mache ich das wieder genauso. Ich werde das hier vollflächig mit Kleber einstreichen, weil ich da keine Tasche haben möchte. Aus dem gleichen Grund wie eben, dass es nicht nach unten rausfallen kann, was ich da reinstecke. So. Immer das mal so. Jetzt nimmt man wieder hier diese erste Seite, klappt die so auf. Hier mache ich wieder nur ein kleines bisschen Kleber dran, dass es mir für die Nähmaschine hält. Dann schlage ich das zu, streiche da einmal so drüber. Zack, alles an der richtigen Stelle. Nächste Seite. Mache das jetzt hier mal so. Zack. Nächste Seite. Also, ne, sonst müsstest du da halt, wenn du das, wie gesagt, wenn du das nur kleben willst, hast du schon längst kapiert, wie du das machen musst. So und so. Dann nehme ich das hier an der Seite, auf der es jetzt hinten aufgeklebt ist, also die letzte sozusagen, und ziehe das vorsichtig hier ab. So. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt mehrere Seiten abreißen muss, muss man ein bisschen vorsichtig machen. Funktioniert aber, wie man sieht. Und jetzt könnte man noch überlegen, ob man das vielleicht hier jetzt auch noch mal eintunkt. Ich denke mal, das werde ich mal gerade machen. So, dann kann man natürlich auch eine Kombination machen aus dieser ersten Tasche, die wir gemacht haben, und dieser zweiten. Also, ne, einerseits könnte man das so aufeinander kleben, beziehungsweise schon gleich dann so festnähen. Dann hätte man eine große Tasche hier hinten und zwei kleine hier vorne. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, dass man. Ja, warte mal, wie habe ich das gemacht? Na, wir brauchen erst eine Lose. Entschuldigung, wir brauchen erst eine Lose. Ich weiß das manchmal selber nicht, wie ich das gemacht habe. Bei der losen Seite macht man das wieder so, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben. Einmal so falten, einmal nach oben. Und dieses Teil wieder runter. Also ganz gleich wie die erste auch. Ich glaube, hier möchte ich es aber ein bisschen mehr so haben. So, das ist jetzt ein bisschen schief, aber schief ist schön. Dann werden wir das hier als erstes einmal hier kurz eintauchen. So, wenn du dieses Teil hast, dann kannst du das hier unten draufsetzen, indem du das zuerst dieses obere Ding da festklebst, diese obere Lasche, so wie wir es bei der ersten Tasche auch gemacht haben, dann dieses Teil, dass das eine vernünftige Basis bildet. So. Und dann kannst du das hier nehmen und jetzt hier unten an den drei Seiten, also hier, hier und hier Kleber dran machen. Und dann hier draufsetzen. Da muss man es natürlich ein bisschen ausrichten, weil die Seite ja jetzt schon lose ist. So. Haben wir das. Und dann kann man jetzt, ja, also das kann man jetzt variieren. Wie habe ich das jetzt vorher da gemacht? Man kann jetzt das hier nehmen und das nach hinten klappen. Ich werde jetzt hier den Winkel etwas steiler machen als vorher. So. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Kante auch distressen, schon alleine deshalb, damit man das besser sehen kann. Ich nehme jetzt also hier wieder meinen Kaffee, tunk diese Seite da ein. Man könnte jetzt aber auch dieses Ding nehmen und das entweder nochmal, wie wir es vorher schon gemacht haben, so falten, so wie bei diesem Exemplar hier. Oder aber man macht es so, dass man die auch nach hinten faltet, sodass das gar nicht mehr zu sehen ist. Und jetzt kann man natürlich hier ein bisschen variieren. Kann man das zum Beispiel so falten, dass das bisschen Entschuldigung, dass das bisschen so ist. Ja, und das kann man natürlich auch
Das schaut ein bisschen aus wie so Sonnenstrahlen. Das kann man natürlich auch so intensiv schräg oder nicht schräg machen, wie man möchte und mit so vielen Seiten, wie man möchte. Ich mache immer ganz gerne, ja, nicht mehr als 3 oder 4, sagen wir mal, je nachdem, wie dick das ganze Buch ist, wie dick die Buchseiten sind, damit dieses ganze Teil einfach nicht zu dick wird. So, dann kann man das hier nehmen und dann auch wieder später halt an diesen Seiten hier zusammenkleben oder nähen. So, die nächste Tasche funktioniert wieder mit 2 Seiten, also von diesem Ding hier. Die erste Seite nehmen wir und wir knicken sie wie gewohnt. Das ist fast schon etwas öde, aber diese Falz hat relativ viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Knicken wir so, dann falten wir das einmal hier so um und nehmen jetzt die nächste Seite und, na komm her, kommst du her, so. Und nehmen die und falten die jetzt genauso, aber von unten nach oben. So. Und wenn wir das jetzt schließen, haben wir so ein Gebilde hier. Man nimmt sich hier dieses Ding und tut hier nur ganz am Rand ein kleines bisschen Kleber drauf. So, das reicht schon völlig aus. So. Und hier macht man das Gleiche hier und klebt das hier fest. So, hat man das so. Und dann kann man das hier mal so rausziehen. So. Und jetzt, wenn man jetzt hier noch, ne, genäht oder geklebt hat, kann man hier was reinstecken, in dieses hintere Teil. Hier. So. Und wenn man es offen gelassen hat, von hier unten auch. Oder aber auch hier, wenn man es da nicht komplett zugeklebt hat. Wie gesagt, das hört sich jetzt konfus an, oder? Aber ich möchte, dass du siehst, wie viele Möglichkeiten du hast. Wenn du es hier nicht zuklebst, dann kannst du hier auch noch was reinstecken. Wenn du es zum Beispiel hier oben nicht zuklebst, dann kannst du hier komplett was reinschieben. Das nähst du bitte oder klebst du bitte so zu, wie dir das am besten behagt und wie dir das am besten gefällt. Dann, letzte Variante ist dieses Ding da. So, ich musste da mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Dafür nehmen wir eine Seite und falten, wie könnte es anders sein, dieses hier erstmal wieder so. Ja, so. Dann drehen wir das Ganze um. Dann nehme ich dieses Teil hier oben und falte das bis hier einfach so nach unten. Also so, dass hier dieses untere Teil hier damit abschließt. Dieser untere Falz. Mein Gott, ich könnte keinen Origami-Kanal haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So sieht das dann aus. Und jetzt kann ich dieses Teil, was ich hier habe, dieses kleine Ding, nehmen und das so nach vorne falten. Ich habe hier gerade irgendwas falsch gemacht. Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Hä? Leute, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Bin ich jetzt blöd oder was? Es sollte eigentlich hinterher so aussehen. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen blöd, ne? Also das geht ganz einfach. Das geht total einfach. Also, man nehme eine Seite, eine einzelne Seite. Dann falte man das hier nach oben. Soweit war das eben schon mal korrekt. So, dann drehen wir das um und falten dieses so. Das war auch eigentlich richtig, was ich davor gesagt habe. So. Und dann drehen wir das einfach nur wieder zurück und nehmen dieses kleine Ding und falten das hier zur Seite. So. Und dann schaut das auch so aus wie das andere. So. Und je nachdem, ob man das von oben oder von unten faltet, hat man das dann eben links oder rechts, ne? Also das kann man jetzt in beiden Richtungen so falten, aber so schaut es jedenfalls dann aus. Und jetzt kann man das halt hier oder hier fixieren und dann hat man da schon mal so eine Grundlage für dieses kleine Täschchen. So, ich werde jetzt
die ganzen Teile hier nähen oder kleben, je nachdem, wie mir das so gefällt. Eventuell noch ein bisschen Kaffee dran bamseln, wie sagt man. Und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich mal wieder. Hätten wir das mal. Das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Also wenn man bedenkt, dass wir viele Taschen brauchen, finde ich, schaut das doch gar nicht so schlecht aus. Ja, so, also dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Dekoration dieser Teile.